Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit dem Namen Darkness Within auf der Jagd nach, oh Gott, Loath? Loath? Nolder. Gott, wer tauft denn sein Kind bitte so? Ah! Ich habe keine Ahnung, wie man den richtig ausspricht. Das tut mir auch tierisch leid, wenn ich irgendjemand jetzt mit auf den Schlips trete. Aber irgendwie, ich krieg's nicht geschissen, den Namen vernünftig aussprechen zu können. Darum nennen wir ihn einfach Low. Low Nolder. Ja, das finde ich ist eigentlich ganz okay. Ich weiß nicht viel über Spiel. Ich weiß eigentlich gar nichts über das Spiel, außer dass wir ein Detektiv sind, der, ich glaube, Mord aufklären will. Wie gesagt, ich habe eigentlich keine Ahnung, um was es genau geht. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los. Ich hatte es mal ganz kurz angemacht, einfach nur wegen Einstellungen und halt das Übliche. So, und jetzt legen wir los. Was haben wir denn hier? Wir haben Standard, wir haben Detektiv und wir haben Senior-Detektiv. Ich würde gerne Detektiv nehmen. Ich finde, es ist immer ein ganz guter Kompromiss zwischen einfach und schwer. Ja, und da geht's auch schon los. Weise Männer wissen, dass die Grenzen zwischen dem Realen und dem Irrealen häufig verschwimmen. Einer meiner Lieblingsschriftsteller, H.P. Lovecraft. Ja, ich liebe das Spiel jetzt schon. Sie halten mich für verrückt. Das heißt, zwei Dorfbewohner hätten mich morgens 7 Meilen vor dem Dorf Windlabs gefunden. Ich hätte vor mich hingelacht und sinnlose Sätze gemurmelt. Als ob ich mit mir selbst streiten würde, wie ein Verrückter, in den dunklen Tiefen seines gnadenvollen Deliriums. Sie sagen auch, ich hätte auf alten Friedhöfen nach einem bestimmten Grab gesucht. Ja, das stimmt. Ich habe nach einem bestimmten Grab gesucht. Doch mein seltsames Verhalten hatte nichts mit Wahnsinn zu tun. Das müssen Sie mir glauben. Wenn Sie wüssten, was ich alles erlebt habe, dann würden Sie mein Verhalten verstehen. Alles begann an einem kalten Tag im November. Ich hatte gerade voller Begeisterung den Fall des flüchtigen Verdächtigen Loath Nolder angenommen, dessen Verstand ich sehr bewunderte. Nach 5 Jahren bizarrer Reisen war er zurückgekehrt und wurde gleich in seinem ersten Fall des Mordes verdächtigt. Loath Nolder hat Wellsmith vor 5 Jahren verlassen, doch ist er auch der Mann, der zurückgekommen ist? Das ist die Frage. Doch das zu beurteilen, überlasse ich den geschätzten Lesern dieser Zeit. Sie haben mir gesagt, dass ich jetzt seit 2 Wochen in der psychiatrischen Klinik von Wellsmith bin. Schon so lange? Ich weiß es nicht. An die ersten 8 Tage kann ich mich nicht erinnern. Die Ärzte sagen, dass es mir täglich besser gehe. Sie lügen. Ich brauche jeden Tag länger, um mich zu erinnern, wo und sogar wer ich bin. Das ist der wichtigste Grund für diese Aufzeichnung. Ich muss mich davon überzeugen, dass ich wirklich verrückt bin. Denn ich weiß, dass ich vor der Nacht, als man mich fand, tiefer in die pechschwarzen Augen des Wahnsinns geblickt habe, als je ein Mann zuvor. Ja, ich bin verrückt. Denn alles, was ich gesehen habe, habe ich mit den Augen der allgegenwärtigen Seele des Wahnsinns gesehen. Wie jetzt? Das war's schon? Eine Kakerlake. Huch. Das Licht. Okay. Oh. Habe ich mich gerade verjagt. Okay. Also wir sind verrückt. Wir sind verrückt und sind... Oh. In der Irrenanstalt. Ich kann die Tür nicht öffnen. Es gibt keine Klinke. Was? Oh ja. Okay. Das sehe ich jetzt auch. Dann wird hier wahrscheinlich das Gleiche kommen. Jo. Na, dann geh raus. Okay, also wie ihr schon seht, die Grafik ist nicht die beste, aber davon lassen wir uns nicht abschrecken.
Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Ja, ich habe jetzt zwar zwei, dreimal gehört. Okay, an die Gangweise muss ich mich echt noch gewöhnen. Ich will nicht durch den Schlitz gucken. Nee. An die Gangweise muss ich mich noch gewöhnen und alles, aber ich denke, das wird schon. Wegen dem Namen. Oh, es ist noch viel zu früh am Morgen. Ah, warum nehme ich immer so früh auf? Ja, immer noch keine Klinken. Warum haben die Türen hier denn alle keine Klinken? Verstehe ich nicht. Okay, ich fühle mich sehr unwohl, muss ich sagen. Hier ist ein Stuhl. Komm, wir setzen uns hin. Geht leider nicht. Schade. Nee, ich habe jetzt zwar den Namen schon ein paar Mal gehört, aber ich kann ihn nicht aussprechen. Wir nennen ihn Low. Leere. Okay, und wie komme ich... So komme ich zurück. Kann ich denn hier sonst irgendwie was machen? Wahrscheinlich nicht. Okay. Gut, dann gehen wir in dem Fall mal weiter, weil da scheint ja nichts zu sein. Kann ich hier denn vielleicht das Bild angucken? Nein. Gut, dann gehen wir mal weiter. Kann ich mir jetzt das Bild angucken? Seltsames Gravity. Ja. Definitiv. Und sonst... Okay, hilft uns auch nicht weiter, das anzugucken. Gut, dann noch einen Schritt nach vorne, der liebe Herr. So, und hier? Was soll das? Wer hat dieses Graffiti gemalt? Ich weiß es nicht. Du bist der Detektiv, findest raus. Gut, diese Tür hat auch keinen Knopf, ich versuch's aber trotzdem. Bitte was? Sonnenlicht! Geh raus da. Was für ein herrlicher Raum. Erinnert mich an etwas. An was denn? Oh, geh doch hin! Junge! Diese rote Wände erinnern an etwas? Echt jetzt? Okay. Oh. Hi. Oh nein! Diese... Verschlossen? Was? Was? Was passiert hier? Was? Ach, wieder ein Albtraum. In letzter Zeit träume ich so intensiv. Es wirkt alles so real. Jetzt konnte ich gar nicht in die andere Tür gucken. Was? Sonst kommst du zu spät zu was? Ich konnte es nicht lesen. Ah, es war zu schnell. Okay, wir können hier ein Bild angucken. Ein Bild des jungen und berüchtigten Malers Harry... Er schabelt jetzt ja beim Autounfall. Er hat eine große Karriere vor sich. Das geht mir einen Tacken zu schnell. Ein guter Freund von mir. Ach so, okay. Ja, okay, ja. Kann ich das nicht irgendwie verlangsamen? Okay, hier ist das nervende Telefon. Das sind unsere sexy Schuhe. Wir haben einen Fernseher. Wir haben es eigentlich ganz gemütlich hier. Bisschen eng, aber daran gewöhnt man sich. Wohnt ja alleine hier, von daher. So, hier kann ich die Uhr angucken. Okay, wir haben es kurz vor 7. Also sonst kann ich hier nichts machen, ne? Nö, gut. Dann gehen wir wieder zurück. So, das Telefon hat zum Glück aufgehört. Das finde ich ganz schön. Wir müssen natürlich hier zuerst mal umgucken. Ein Reisekoffer, ja, ein Regenschirm, alles, was man braucht. Warum ist das hier ein eigener Raum? Da oben sind Kartons. Ich will in die Kartons gucken. Ah, zeig mir die Kartons. Okay, wir haben hier unten noch zwei Schubladen und die Schranktüren. Dann machen wir mal das untere auf. Was? Ring hat mein Vater hinterlassen und er hat ihn von seinem Vater. Mein Vater sagt, der... Was? Das? Moment. Option. Das geht so nicht. Gameplay vielleicht? Dialoggeschwindigkeit. Langsam? Mal kicken. Fortfahren. Der Ring hat mir mein Vater hinterlassen. Und er hatte ihn von seinem Vater.
Mein Vater sagt, das Symbol darauf ist unser Familienwappen. Okay. Er bedeutet mir sehr viel. Das ist doch schön. Aber warum hast du eine Waffe? Warte mal. Sind wir nicht in der Irrenanstalt? Warum haben wir in der Irrenanstalt eine Waffe? Die Pistole, die... Was? Die ich für Notfälle im Schlafzimmer aufbewahre. Ja. Ist definitiv ein Notfall. Nimm mit. Nimm mit. Nimm mit. Natürlich nicht. Okay. Gut. Huch. Ach, der deckt sie sogar zu. Ach, wie süß. Okay. Ich denke mal, das ist eine Jeansjacke oder eine Hose. Ich kann es nicht so genau erkennen. Und hier sonst können wir nichts machen. Dann Schublade zu, wieder raus. Und dann machen wir hier mal den Schrank auf. Hier bewahre ich meine Kleider und andere Sachen auf. Langweiliges Zeug. Ich will es mir trotzdem angucken. Nur weil du langweilig findest, heißt das nicht, dass wir das langweilig finden. Toll. Okay, er will also nicht viel von sich preisgeben anscheinend. Tja. Es ist sehr dunkel hier drin, irgendwie, trotz den drei tollen Taschenlampen. Lampen. Wie komme ich denn jetzt auf Taschenlampe? Okay. Dann gucken wir mal. Ach du Heilige. Oh. Die können wir nur die obere öffnen, ja? Schade. Was ist das? Ich um meine Albträume. Okay. Ach du Heilige. Nee. Nee. Sorry, das könnt ihr euch selber durchlesen. Das ist mir zu viel. Es tut mir leid. Das. Nö. Ich überflieg's mal einfach kurz. Mhm. Ja, mhm. Okay, das sind Gedichte. Aha. Oder hat er die geschrieben? Okay, krass. Also sehr depressiv ist der Jute, merken wir schon mal. Dann würde ich mal sagen, auf zum Telefon. Oh, können wir wen anrufen? Ach so, den AB können wir abhören. Ja, das will ich aber noch nicht. Ich habe Angst, dass ich dann hier irgendwas mache. Können wir mit dem Radio was machen? Ja, können wir. Entschuldigung, Frau Schmalz. Klingt alles nicht gerade so einladend, muss ich sagen. Stellen wir mal ab. War das ein Motorrad draußen? Huch! Rechtsklick, okay. Wir haben ein Handy. Ja! Rechtsklick zum Öffnen. Ein entgangener Anruf. Toll. Na, geh ran. Howard, wo steckst du? Ich rufe schon seit Stunden an. Zu Hause. Wieso? Gibt's ein Problem? Love Norder ist letzte Nacht aus dem Krankenhaus entwischt. Ich versuche seit Stunden, dich zu erreichen. Komisch. Ich habe das Telefon nicht gehört. Hör deinen Anrufbeantworter ab. Ich habe dir Nachrichten hinterlassen. Egal. Was ist mit Loth? Das weiß keiner. Er ist heute Nacht einfach verschwunden. Okay, ich mach mich gleich auf den Weg. Howard, alles klar bei dir? Ich war wohl ziemlich müde und habe verschlafen. Kein Grund zur Sorge. Bis dann, Arthur. Gut, bis dann. Oh, wir haben Erfolg freigeschaltet. Okay, werde ich machen, ja, aber noch nicht jetzt. Ich möchte mir den Anrufbeantworter noch kurz abhören. Keine neuen Nachrichten. Hä? Ja, das ist echt komisch. Hat Aaron nicht gesagt, er hat mir Nachrichten hinterlassen? Genau.
Ich rufe ihn besser mal an und frage... Was? Ach, noch ein Erfolg. Mensch, das geht keine ja ganz schnell. Neuen Nachrichten. Kann ich hier sonst noch was am Telefon machen? Was zur Hölle? Da fährt schon wieder ein Motorrad bei uns vorbei. Jetzt, ich weiß nicht mehr, wie ich das in Metall finde. Doch. Ha! Donner. Oh. Nein, ich wollte es nicht nehmen. Telefonbuch. Arthur. Anrufen. Ich habe den Nachttisch immer noch offen. Ja, Howard? Hi, Arthur. Ich bin's wieder. Tut mir leid, ich habe ein paar Sachen nicht ganz verstanden. Okay, Howard. Was willst du wissen? Oh, ich darf selber fragen. Okay. Erzählst du mir die Geschichte noch einmal? Hast du mich angerufen? Warum hast du keine Nachricht hinterlassen? Schon gut. Ich frag dich einfach, wenn ich im Büro... Nee, ich will sie jetzt wissen. Du hast mich angerufen? Warum hast du keine Nachricht hinterlassen? Was soll das heißen? Ich habe jede Menge Nachrichten hinterlassen. Hast du sie nicht bekommen? Nein, Arthur. Der Anrufbeantworter ist wohl kaputt. Ja, es wird ganz bestimmt daran liegen. Ja, mehr möchte ich eigentlich nicht wissen. Die Geschichte haben wir ja schon gehört. Schon gut. Ich frag dich einfach, wenn ich im Büro bin. Du auch. Du auch? Hä? Was ist denn das bitte für eine Antwort? Was wir nicht wissen? Achso, nee, das war die Uhr. Ah, zurück. Oh, wir haben es kurz nach 7 übrigens. Schön, dass die Uhr funktioniert. Wir haben einen Traumfänger. Oh, so einen habe ich auch. Oh, ein alter Traumfänger, mein Glücksbringer. Achso, es soll... Entschuldigung. Genau. Gut, gehen wir mal einen Schritt vor, aber stolper nicht über dein Sessel-Dingens. Wir haben hier überall Bilder irgendwie rumhängen. Was haben wir denn hier Schönes? Ah ja, Okay, also er ist sehr, er mag Gedichte sehr. Ich sollte mir angewöhnen, euch das vorzulesen. Es tut mir leid, irgendwie... Weiß auch nicht. Ein Baum. Baum auf einer Wiese. Warum sagst du hierzu denn nichts? Wieder Motorrad, wahrscheinlich das gleiche. Verfährt es sich die ganze Zeit? Okay, einer meiner liebsten Gedichtbände. Ach du Heilige. Ah gut. Ich dachte schon, dass wir jetzt alles durchlesen müssen. Ich würde aber gerne mal... Ah, ich komme mit der Maus nicht weiter runter. Ich glaube, das heißt auch, dass wir es nicht angucken können. Gut, wir haben ja jetzt hier mal alles gesehen. In unserem Schlafzimmer. Dann müsste es ja hier eigentlich weiter zur Wohnung gehen. Jo. Ja, toll. Und aus welcher Tür kommen wir jetzt? Links oder rechts? Da hat hier überall die gleichen Lampen stehen. Natürlich habe ich gleich wieder das Schlafzimmer erwischt. Gut. Wie soll es auch anders sein? Systematisch vorkämpfen. Klappt schon mal nicht. Okay. Toll. Einmal vor, bitte. Danke. Schon wieder am Baum, aber diesmal ein anderer. Achso. Er fixiert sich hier auf die Schränke. Gut. Unten ist zu, dann machen wir hier mal auf. Oh, eine Schmuckschatulle. Oh, nimm das Geld mit. Junge, kannst du einen Kaffee auf dem Weg holen? Nee, okay. Ja toll, würdest du mir auch noch sagen, für was der ist? Ach, Autoschlüssel, okay. Na gut, ich habe kein Auto, also... Gut, was haben wir denn hier noch? Was ist das denn? Ist das eine Türklinke? Nee. Was ist das? Flaschenöffner? Okay, keine Ahnung, was es ist. Wir können damit aber auch nicht interagieren. Mit dem Bild hier auch nicht. Hier können wir durch, da können wir durch. Da ist... So, welches ist jetzt die Haustür? Ich möchte nämlich noch nicht raus. Oh, wir haben das Badezimmer gefunden. Wow, ist das dunkel.
Lampe, du bringst rein gar nichts, außer für die Ecke hier oben. Okay, müssen wir auf Klo. Okay, wir mussten anscheinend auf Klo. Dreckige Wäsche, wie sich's gehört. Was haben wir denn hier noch? Können wir hier irgendwie noch was machen? Oh, hier. Jetzt kommen die Medikamente. Achtung! Ach du Heilige. Ja, naja, geht. Sieht bei anderen schlimmer aus. Bei mir zum Beispiel. Okay, wir können aber damit nicht interagieren. Das ist schade. Duschen möchte er nicht. Zähne putzen? Junge, du bist gerade aufgestanden. Zähne putzen. Hände waschen? Nee, du warst gerade auf Klo. Du Ferkel. Ja, sonst können wir hier echt nichts machen. Tja, dann gehen wir wieder raus. Geh mal total ungewaschen und... Oh, die Vase? Nee, okay. Da muss ich mich noch gewöhnen, das verwirrt mich sonst. Dann gehen wir mal raus. Ach, guck mal einer an. Das ist unsere Wohnung. Also unser Wohnapartment. Wo ist die Kakerlake? Die ist nicht hier. Okay, die ist nur in unseren Träumen hier. Dann wissen wir ab sofort, sobald eine Kakerlake da ist, träumen wir. Sonst sind wir in der realen Welt. Okay. Jetzt können wir hier auch komischerweise gar nicht, also komischerweise, jetzt können wir hier nicht mehr agieren, interagieren mit den Türen. Oh. Eine Straße. Unser Auto! Wie sehen wir eigentlich aus? Ich weiß nicht mal das. Das ist seit meiner Beförderung mein Büro. Dann will ich nicht wissen, wie dein Büro früher ausgesehen hat. So, beliebige Taste drin, ja. Ich soll vielleicht alles lesen. Wellsmith ist ein ruhiges Fleckchen. Ich habe es meistens mit einfachen Fällen und langweiligem Papierkram zu tun. Doch dieser Fall ist anders. Ich muss zugeben, es macht Spaß, es mal mit etwas anderem zu tun zu haben. Aha. Es macht Spaß? Na denn... Warum erfüllen eigentlich immer alle dieses Klischee, dass die Detektive immer einen weg haben? Also einen Knacks weg haben? Sitze ich jetzt auf dem Stuhl? Nein, ich bin durch den Stuhl durch. Wow, krass. Okay, hier gibt es anscheinend ganz viel Kram, den wir uns angucken können. Dann gucken wir uns das mal sind die Bilder. Polizeifotos aus Loth Mulders Büro. Bei unserer ersten Durchsuchung haben wir nichts entdeckt. Ich habe mich inzwischen noch ein paar Mal dort umgesehen, aber keine Hinweise gefunden. Außer diesem Büro hatte Loth Mulder nichts. Vor seinen seltsamen Weltreisen hatte er sogar sein Haus verkauft. Warum hat er sein Büro behalten? Ich glaube, ich nehme die Fotos besser mit. Vielleicht ist ja etwas drauf, was wir nicht sehen. Hä? Loth war also selber Detektiv? Ich raff's gerade nicht. Lang gebraucht, die Fotos aufzunehmen. Ja, das wissen wir ja schon. Ach du Heilige. Nein, ich möchte es mir angucken. Wow. Mach groß. Okay. Sein Schreibtisch. Ah, guck mal, das Telefon. Das haben wir ja hier, also direkt unter dem. Da so. Auch. Dann. Huch. Okay, das geht also nicht. Ich muss. Nein. Lass das. Ja, sein Büro. Hier haben wir. Oh Gott, ich drücke die falsche Maustaste. Ah. Ja. Ich kann jetzt auf den ersten Blick nichts drauf erkennen. Muss ich ehrlich gestehen. Er hat es ein bisschen anders eingerichtet gehabt als wir, aber sonst kann ich gerade nichts erkennen. Ich würde sagen, wir schauen uns hier weiter um. Sein Bruder war auch ein Detektiv. Gut. Ich habe das nicht so ganz verstanden am Anfang, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Können wir ja toll umgucken hier. Huch, hier war was. Der Ordner. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, für die erste Folge haben wir uns sehr schlecht geschlagen. Also ich. Nein. Wirklich viel wissen wir noch nicht davon. Ich würde sagen, wir erforschen das in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.